Am Wochenende luden der Salzburger Landesskiverband und der Sportclub Bad Gastein zum Biathlon im Rahmen des KiKA Landescup und der Salzburger Landesmeisterschaften nach Sportgastein ein. Unter schwierigsten Windverhältnissen stellten sich sowohl die Nachwuchselite als auch junge Biathlon-Einsteiger einem Wettkampf im Sprint. Das Wochenende stand in Sportgastein ganz unter dem Motto des Skilanglaufs. Eine Kombinationssportart, die sich sowohl aus Langlauf als Ausdauersportart als auch dem Schießen als Präzisionssport herauskristallisiert hat, ist der Biathlon. Die stetigen Erfolge im Team der österreichischen Biathleten kündigen einen regelrechten Biathlon-Boom an. Aber was macht den Biathlon eigentlich so spannend? Ja, es ist einfach ein interessanter Sport mit dem Schießen und Laufen. Also es ist einfach für mich... Ich kann mir jetzt zurzeit nichts anderes vorstellen. Und im Sport, da wird gefordert. Da wird Leistung gefordert, da wird Fairness gefordert, da wird Ordnung gefordert. Es ist eine Charakterbildung, die eigentlich schwer konkurrierbar ist mit irgendwelchen anderen Aktionen. Und wir sehen auch unsere Leute, die im Sport groß werden, die sind auch erfolgreich, sei es am schulischen Sektor, sei es im beruflichen Sektor. Da wird also eine Basis gelegt, die für die Zukunft hervorragend ist. Und da ist Salzburg sowieso eines der führenden Bundesländer österreichweit. Wir haben Top-Athleten, wenn man schaut, auch in der Weltspitze bei der ÖSV. Und wie gesagt, die kommen vom kleinen Einsteigerbereich über den Schülerbereich in den Jugendbereich. Und so läuft das Schema ab bei uns im Biathlon. Beim Sprintwettkampf der Elite im Schülerbereich mussten auf einer Strecke von bis zu 4,5 Kilometern sowohl stehend als auch liegend die Zielscheiben getroffen werden. Geschossen wurde nicht, wie üblich ab der Klasse der Jugendlichen, mit Kleinkaliber, sondern mit Luftdruckgewehren. Bei einem Sprintbewerb über jeweils 3 Runden geht es nicht nur darum, schnellstmöglichst zu laufen. Nach den Strapazen sollte man zudem auch noch ein ruhiges Händchen bewahren, um nicht Strafrunden zu kassieren. Die Windbedingungen in Sportgastein machten diese Situation nicht unbedingt leichter. Die Strecke war gut, ein bisschen Gegenwind. Am Schießen war eine Böe drinnen und ja, es war schwer zum Schießen. Beim Schießen war der Wind ein kleines Problem, aber auf der Loipen war es auch schon relativ warm, aber es ist ganz gut gegangen. Bewerbe wie dieser in Sportgastein sind ganz wichtig, wenn es um den künftigen Nachwuchs geht. Aber nicht nur die Elite konnte beim KiKA Landescup und den Salzburger Schüler Landesmeisterschaften ihr Können unter Beweis stellen. Auch um die 120 jungen Neueinsteiger hatten die Möglichkeit, Wettkampferfahrungen zu sammeln. Wir haben da eben den Einsteigerbewerb auch schon über viele Jahre im Land Salzburg. Da nehmen so an die 150 Kinder und Schüler teil. Und das ist schon sehr, sehr wichtig. Die was dann da im Biathlon, Luft schnuppern und weiter da wollen, die müssen eben dann im Elite-Bereich einsteigen. Aber fast alle haben vorher als Kinder schon im Einsteigerbereich die ersten Erfahrungen im Biathlon gesammelt. Gastein gilt als eine der Biathlon-Hochburgen im Nachwuchsbereich. Sportgastein bietet mit seiner Höhenlage und den fixen Schießanlagen ideale Trainingsbedingungen. Das sieht man auch an den Erfolgen der heurigen Saison. Diese können sich durchaus sehen lassen. Meine Kinder, bin ich total zufrieden heuer. Wir haben mehr erreicht, was wir eigentlich wollen haben. Wir haben heuer bei den österreichischen Meisterschaften 5 Medaillen erreicht. Das sind wir ziemlich führend gewesen. Auch. Leider ist I-Punkt, die österreichische Meistertitel war nicht ganz da. Aber im Schülerbereich haben wir heuer in Austria Cup gewonnen. Das ist auch das erste Mal mäßig, dass Bad Gastein da gewonnen hat. Und das freut mich natürlich sehr. Und mich freut, dass wir einen Nachwuchs haben, der was Biathlon interessiert und Kinder zum Sport kommen. Und die Bewegung allein für die Kinder ist einfach optimal. Bei der abschließenden Siegerehrung ist angesichts der großartig erbrachten Leistungen der Athleten sowie der reibungslose Verlauf des Bewerbes bereits eines gewiss. Salzburg wird auch in Zukunft bei internationalen Bewerben ganz vorne mit dabei sein. We'll be right back.